Hallo ihr Lieben, heute soll es endlich mein lang ersehntes Bücherregal-Update geben. Ich habe in den letzten Tagen mein Regal nochmal so ein bisschen umgeräumt, weil ich damit sehr unzufrieden war. Ich hatte ein leeres Fach und dann hatte ich ein paar Bücher da drin, die irgendwo nirgendwo hingepasst haben und das sah einfach alles nicht schön aus und mich hat es genervt. Ich bin auch jetzt mit dem Bücherregal immer noch nicht so 100% zufrieden. Ich hatte aber keine Lust, alles nochmal auszuräumen und alles nochmal einzuräumen. Deswegen habe ich es versucht, so ein bisschen einfach für mich jetzt hübsch zu machen, dass ich es erstmal wieder angucken kann und denke, ach, schön. Und nicht so, Und ja, es ist ja jetzt so, ich hatte ja vorher immer mein Subregal und hier die vier Regale. Und ja, ich habe jetzt aber hier drüben noch ein paar schwebende Bücherregale hängen. Und dann habe ich jetzt hier noch auf der Seite und auf der anderen Seite vom Wohnzimmer noch so zwei Regale, wo auch noch Bücher drin sind. Ich würde also euch vorschlagen, holt euch auf jeden Fall erstmal was zu trinken. Holt euch was zu knabbern. Denn dieses Video wird wahrscheinlich wieder eine Stunde lang werden. Und ich werde es jetzt so machen. Ich fange an mit den Stückelungen. Das heißt, ich fange an mit den zwei Regalen, wo noch Bücher drin sind, vereinzelt. Und dann mit den schwebenden Regalen. Und das hier, was hinter mir ist, heben wir uns bis zum Schluss auf. Mein Subregal, das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich habe ja letztens erst das Substand-Video gemacht. Und da sind ja alle Subbücher drin. Also das sind die Bücher, die da drüben in dem Regal sind. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, jetzt das Subregal auch nochmal mit abzufilmen. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle, denn ich glaube, wir haben mit dem Regal und dem Regal und den Regalen und das hier haben wir, glaube ich, genug zu tun. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den Stückelungen und ich gehe als erstes hier rüber runter und zeige euch die Bücher, die hier unten in den Regalen sind und dann machen wir die schwebenden und dann die und dann ist alles fein und schick und ja, ich bin dann jetzt hinter der Kamera und wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Video und ja, wie immer bei Fragen und allem gerne unten in die Kommentare und ja, die Susi hinter der Kamera übernimmt jetzt mal. So, fangen wir mit dem Regal hier an. Das steht quasi vor unserer Couch. Und diese Harry Potter Decke, die ist da momentan nur so als Notlösung, weil ja, als wir hier eingezogen sind, gab es leider Probleme, unsere Couch hier reinzukriegen, weswegen die Herren der Schöpfung leider sehr rabiat mit der Couch umgegangen sind, weswegen sie das komplette Leder, was hier so an der Seite war, kaputt gemacht haben. Deswegen haben wir jetzt erstmal die Decke darüber gehangen, damit man dieses kaputte Leder nicht so sieht. Harry Potter Decke ist immer noch besser als kaputtes Leder. So, ja, ich würde sagen, wir fangen hier drüben an. Wie ihr seht, ich habe hier ein paar Bücher immer verkehrt rum drin, weil ich das einfach optisch für das Regal schöner fand, dass halt einfach ein paar Bücher verkehrt rum standen. Ja, also hier haben wir dann Die Erbin, Alles oder Nichts, ein einziges Geheimnis von Simone Arnstedt. Das ist ja so eine Companion-Reihe, die gehört halt zusammen. Ein einziges Geheimnis hatte ich damals gebraucht gekauft und das sieht halt richtig, richtig übel aus. Stellst du mal scharf, Kamera? Kamera? Stell mal hier. Komm, stell mal scharf. Ach egal, sie stellt nicht scharf. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr seht es auch so. Auf jeden Fall ist das Buch richtig böse vom Buchrücken, weswegen es halt auch andersrum im Regal mitsteht. Und ja, Du bist mein Feuer von Isabel Ronan. Ich fand die Geschichte gut. Aber sie war mir einfach zu lang. Mir war die zu ausgebaut. Das war mir einfach von allem damals ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich den zweiten Teil auch dann nicht mehr gelesen. Vielleicht lese ich den zweiten Teil einfach nochmal irgendwann mit. Im zweiten Teil geht es um andere Charaktere auch aus dem ersten Teil. Dann haben wir Verliere mich nicht und Berühre mich nicht von Laura Kneidel. Das ist ja auch eine Adult-Geschichte. Die gehört auch zusammen, wie ihr ja wisst. Dann haben wir hier unten die Bestimmung, die komplette Reihe von Veronica Roth. Ich habe den ersten Teil echt geliebt. Ich habe damals auch beim Lesen noch nicht so auf meine Buchrücken geachtet. Ja, den habe ich vom ersten Teil ein bisschen kaputt gemacht. Und ich habe diese Reihe sehr geliebt. Ich habe den ersten Teil, den liebe ich auch heute noch. Den würde ich auch immer wieder lesen, den ersten Teil. Aber der zweite, der ging dann noch. Aber der dritte Teil war einfach so, reden wir nicht weiter drüber. Ne? Ich habe mir den dritten Teil damals sogar als Hardcover gekauft, weil ich das Taschenbuch nicht abwarten konnte. Und dann war der so eine Enttäuschung. Dann rutschen wir jetzt einfach mal eins rüber. Und zwar haben wir dann hier die, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Reihenbezeichnung ist. Auf jeden Fall Schnee wie Asche, Eis wie Feuer und Frost wie Schatten von Sarah Rash. Das ist ja eine High-Fantasy-Jugendgeschichte. Ich hatte bei der Reihe das Problem, dass bei mir zwischen den Teilen extrem viel Zeit lag. Und ich dadurch immer wieder rausgerissen worden bin aus der Reihe. Ich habe, wo ich den dritten Teil gelesen habe, die ersten beiden Teile nicht nochmal re-readet gehabt, weil ich einfach keine Lust hatte, alle beide Teile nochmal zu lesen.
Und muss aber sagen, ich bin trotzdem relativ gut in die Geschichte dann wieder reingekommen. Und ja, ich werde die Reihe irgendwann nochmal am Stück lesen, dass ich dann auch richtig drinne bin. Hier unten haben wir die Reihe, ich drehe jetzt nicht alle um. Das ist die Betsy Taylor-Reihe von Mary Janice Davidson. Kamera, da. Das ist der erste Teil, weiblich, ledig, untot. Das sind so sexy Vampir-Geschichten. Und ja, da habe ich die ersten Bände gelesen, also bis hier zu dem Dicken. Bis hierhin habe ich gelesen, die drei habe ich noch nicht gelesen. Ich habe sie jetzt aber trotzdem schon mal alle zusammengestellt, dass sie halt einfach zusammen sind. Da muss ich halt irgendwann, jetzt fällt es gleich um, so. Da muss ich halt auch irgendwann nochmal komplett von vorne anfangen. Ich bin da sowas von raus bei den Büchern. Das ist einfach viel, viel, viel zu lang her, dass ich die gelesen habe. Dann haben wir jetzt hier noch von Laura Kneidl, Light und Darkness ist da drinne. Das habe ich immer noch, oh, das, Entschuldigung, das war mein Telefon. Das habe ich immer noch in dieser Schutzhülle. Ich habe mich bei dieser Schutzhülle damals vernäht. Das ist das einzige Buch, was in diese Schutzhülle hier passt. Deswegen bleibt es jetzt für immer in dieser Schutzhülle. Ja, ich habe damals Buchhüllen selber genäht. Ich habe die auch mal verlost ganz am Anfang an euch. Aber im Moment habe ich halt überhaupt keine Zeit mehr zum Nähen. Deswegen habe ich lange keine Buchhüllen mehr gemacht. Ja, und dann haben wir halt hier noch von Bianca Iosivoni und Rose Bloom Bücher. Von Rose Bloom haben wir hier Rage, Fight for Desire. Das ist der erste Teil. Und von der Bianca haben wir hier die Daughters of Darkness. Das ist der erste Teil Scarlett, dann Sydney und dann der dritte Teil noch Lara. Ja, die habe ich auch alle signiert im Übrigen. Hihi. Ich hatte relativ eigentlich am Anfang alle Bücher von Bianca immer signiert, weil da war sie ja noch nicht so bekannt. Und als es dann mit Lux so losging, ja, jetzt ist mir ihre Signierschlange ehrlich gesagt auch zu lang, um mich da anzustellen, weil ich habe ja signierte Bücher von ihr. Von daher, ja, ist das jetzt nicht so schlimm. So, auf jeden Fall haben wir hier halt die Reihe noch. So, und hier haben wir halt, wie gesagt, die ganzen Bücher. Hier oben drauf steht jetzt noch die Vollendet-Reihe von Neil Schusterman, der zweite, dritte, vierte Teil. Die werde ich jetzt dann bald mit der lieben Nina zusammen lesen, deswegen habe ich sie schon mal hier rübergestellt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu dem anderen Regal, was auch noch so ist. So sieht das Regal im Ganzen aus. Ich gehe jetzt einfach mal näher ran. Dann haben wir hier die komplette Game of... Ich habe die Reihenbezeichnung vergessen. Ja, auf jeden Fall ist es Game of Hearts, Game of Passion und Game of Destiny. Die Reihe fand ich mega krass, gerade den dritten und letzten Teil. Der war so heftig, was da am Ende rausgekommen ist. Ich fand es einfach nur so ekelhaft, was da am Ende alles eigentlich genau Phase gewesen ist. Ja, aber ich fand die Reihe gut und sie hat echt wenig Erotik. Ich habe echt gedacht, dass da viel, viel mehr Erotik drin ist, aber nein, sie hat recht wenig Erotik, diese Reihe. Und ja, das hat mich damals positiv überrascht, dass da nicht so viel Erotik drin war. Dann haben wir hier noch von Cressley Cole die Game Maker Reihe. Das ist Game Maker 3, ein letztes Spiel. Und das ist der erste und der zweite Teil, der hier noch liegt. Das sind Bücher mit sehr, sehr viel Erotik. Und das sind Bücher, die auch echt abgedreht sind und sehr, sehr anders sind. Ich muss sagen, der erste Teil hier, der war nicht meins, der war für mich so okay. Der zweite Teil war dann schon eher und der dritte, oh, der dritte Teil hier, der war so unglaublich gut. Der dritte Teil ist hier definitiv mein Lieblingsteil. In dieser Reihe geht es um drei Brüder, die echt eine richtig krasse, abgefahrene Vergangenheit haben. Und jeder hat da so mit seinen Dämonen zu kämpfen und ja, jeder liebt auf die ein oder andere Art und Weise. Und lernt er halt so die Frau fürs Leben kennen. Und ja, was dann halt so passiert, darum geht es dann halt in dieser Reihe. Aber es ist echt einfach mega heftig, was da passiert. So, dann rutsche ich mal jetzt wieder rüber. Dann haben wir hier noch die Bücher liegen. Und zwar haben wir zum einen Shades of Grey, alle drei Bände. Ich habe die Bücher behalten, weil Shades of Grey waren die ersten erotischen Romane, die ich gelesen habe jemals. Ich weiß, dass mir die innere Göttin auf den Sack ging. Ich weiß, dass mir Anastasia auf den Sack ging. Aber ich habe die Bücher damals echt mega verschlungen und ich habe sie total gerne gelesen und deswegen durften sie auch bleiben. Ja, und dann haben wir hier halt noch Mind Games von Terry Terry zum einen und von June Perry. So, wartet, hier White Maze. Das sind zwei Bücher, die haben nirgendwo in mein Bücherregal gepasst. Die haben einfach nirgendwo reingepasst und deswegen liegen sie jetzt hier unten. Und ja,
liegen jetzt halt hier. So, ich finde, da sehen sie doch ganz gut aus. Ja, also da sind die beiden Bücher noch. Das sind auch beide Science-Fiction-Bücher. Dann habe ich hier oben drauf auch noch Sub-Bücher. Das sind so Bücher, die ich demnächst dann mal lesen werde. Und das werde ich jetzt als nächstes lesen. Dunkelglanz Obsession von Jennifer Armentrout. Deswegen steht das schon hier vorne. Hier liegt auch schon das Lesezeichen. Und ja, das Buch werde ich jetzt dann als nächstes beginnen. Und dann, wie gesagt, hier das hier zwischendurch mal noch mitlesen. Das lese ich ja mit der Annika, das lese ich mit Tina und da drüben lag ja noch die Vollendet-Reihe, die ich mit Nina lese. Also, puh, gemeinsame Lesen in nächster Zeit, da bin ich echt gut ausgebucht. Und mit der Susanne wollte ich ja auch noch ein Buch lesen. Heieiei. Das waren jetzt hier so die zwei kleinen Regale, wo die Bücher drinne gewesen sind, die vorher im Keller waren. Das waren die Bücher, quasi jetzt mal abgesehen von White Maze und Mind Games, wo ich nicht wusste, wohin damit, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Und deswegen waren die im Keller und jetzt habe ich sie halt hier so mit in den Regalen und ja, da haben sie da ein Plätzchen gefunden. So, jetzt machen wir als nächstes weiter mit den schwebenden Regalen, die hängen dort drüben. So, ihr Lieben, damit wären wir bei meinen schwebenden Bücherregalen angekommen. Ich glaube, ihr alle kennt diese schwebenden Regale, die es so gibt. Und ja, wir gehen einfach auch hier einmal von oben nach unten durch. Hier ganz oben haben wir so ein Special-Regal. Da kann man das Buch halt so mit dem Cover nach vorne reinmachen. Problem ist allerdings, dass das wirklich nur für die Größe von Büchern geeignet ist und auch nur für diese Dicke von Büchern. Und ja, ich habe nicht wirklich Bücher, die da reinpassen, außer die Bücher von der Jackie Fellgut, weil das sind die einzigen, die die richtige Länge haben. Alle anderen Bücher sind entweder zu dick oder zu dünn oder ja, sie passen da halt einfach nicht rein. Ja, deswegen steht da halt von der lieben Jackie Fellgut, Wald der Wunder. Das Buch wird dann entsprechend immer wieder ausgetauscht. Jetzt halt im Frühjahr ist da halt Wald der Wunder drinne. Im Sommer werde ich, denke ich mal, ein magischer Sommer reinmachen oder sowas. Ja, aber wie gesagt, die Bücher von der Jackie eignen sich wunderbar dafür, das da rein zu platzieren. Dann haben wir hier auf der Seite die Passage-Trilogie von Justin Cronin, Der Übergang, die 12, die Spiegelstadt. Waren für mich die herausforderndsten Bücher, die ich jemals gelesen habe in meinem Leben. Also ich habe da echt nach jedem Lesepart, den ich da gemacht hatte, Brainfuck gehabt. Das war echt übel heftig. Ja, weil in diesen Büchern passiert einfach so unglaublich viel. Es ist einfach so krass. Ja, dann haben wir hier krasser Gegensatz. Die Liebe geht durch alle Zeitenreihe von Kerstin Gier. Also Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Auch diese Reihe hier liebe ich sehr. Dann haben wir hier oben rechts die Twilight-Tetralogie. Ich glaube, dazu brauche ich jetzt auch nichts mehr sagen. Ich glaube, alle von uns kennen Twilight. Ja, da haben wir die Bücher. Dann haben wir hier unten drunter Feuer und Flut und Salz und Stein, die ersten beiden Teile der Brimstonbleed-Reihe. Die Autorin schreibt ja gerade den dritten Teil, der bisher aber noch nicht irgendwie ja, an einen Verlag hier in Deutschland verkauft wurde oder irgendwas. Also Chancen stehen momentan eher schlecht, dass der übersetzt wird. Aber ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, da oben drüber haben wir dann die... Ich habe die Reihenbezeichnung vergessen. Also die fünfte Welle... Trilogie. Ich habe keine Ahnung gerade, wie die Reihenbezeichnung war. Ja, denn die Reihenbezeichnung? Ich weiß es nicht. Wenn es mir einfällt, dann blende ich es hier ein. Ja, auf jeden Fall ist das die fünfte Welle. Das sind endlich mehr der letzte Stern. Und ja, das war für mich so eine Reihe, ne? Die fing mega gut an und dann ging es bergab. Wirklich, also der erste Teil war unglaublich gut. Der zweite Teil war für mich damals noch okay. Und der dritte Teil, der war auch okay. Aber ich war mit der ganzen Auflösung am Ende einfach nicht zufrieden, was da halt rausgekommen ist, wie das Ganze aufgelöst wurde. Das fand ich einfach nicht gut. Das war nicht so meins. Ja, deswegen schade, ne? Aber so ist das manchmal mit rein. Ja, dann haben wir hier noch das Juwel, die Trilogie von Amy Ewing. Das ist ja auch so eine krasse Reihe. Diese Bücher sehen wirklich sehr nach Mädchenbüchern aus. Nach süßen, niedlichen Mädchengeschichten sind sie aber nicht. Die sind echt heftig, die Bücher. Was da drin alles passiert, ist richtig, richtig übel. Es ist nichts für schwaches Gemüt, sage ich mal. Die sind auch empfohlen ab 16. Hat mir der Verlag ja damals gesagt, als sie mein Video dazu gesehen haben, habe ich halt kritisiert, dass das halt aussieht wie Kinderbücher. Und ja, der Verlag hat das damals begründet, dass es ja beim Fischer Jugendbuchverlag erschienen ist ab 16 und nicht beim KJB, was ja die Kinderbücher bei Fischer sind. Und damit wollten sie das dann irgendwie rechtfertigen. Aber ich finde, wer das Juwel sieht und kennt, der weiß, dass diese Bücher einfach aussehen wie kleine Mädchenbücher und
Wartet, ich kann euch ja die Cover mal von vorne zeigen. Das ist jetzt der dritte Teil, der schwarze Schlüssel. Und ich finde, es sieht halt wirklich mit diesem Kleidchen da vorne drauf aus. Wie so ein Buch für so Mädels, so aller, ach, wie hieß es doch gleich, hier von Kira Cass. Oh, sag mal, bin ich jetzt bescheuert. Hier, wo die Mädchenreihe, Mensch, hier mit dem Mädel, was ich dann zwischen Maxen und dem anderen entscheiden sollte. Ich komme gar nicht auf den Namen. Ihr wisst, welche Reihe ich meine. Auf jeden Fall, so sieht das aus. Aber in diesem Buch geht's echt hart ab. Da geht's um Vergewaltigungen und keine Ahnung was. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr unpassend vom Cover, weil ich finde, es vermittelt halt voll das falsche Bild. Und ja, viele kaufen nun mal nach Cover und die Eltern heutzutage sind nicht alle so drauf, dass die vorher recherchieren und gucken, was die Kinder da lesen. Die denken sich, ja, niedliches Cover wird schon passen. Und das ist halt echt schwierig, finde ich. Ja, das Juwel, schwieriges Thema. Auf jeden Fall haben wir dann da oben drüber die Schwarze Zauberin von Laurie Forrest. Diese Reihe wird ja leider nicht weiter übersetzt, weil das nicht genug Leute gekauft haben, das Buch. Da hat der Verlag Clipper klar gesagt, Leute, wir haben nicht genug Bücher verkauft, dass eine Fortsetzung, Übersetzung gerechtfertigt wäre, was ich sehr, sehr schade fand. Weil ich finde, die Schwarze Zauberin hat echt Potenzial. Das hätte eine mega krasse, gute Reihe für uns alle werden können. Ich meine, im Englischen wird es ja weitergeschrieben, aber wer jetzt wie ich so ein Englisch-Noob ist und sich sehr, sehr schwer tut mit Englisch übersetzen und lesen, ja, der hat da keinen Spaß dran. Gerade High-Fantasy-Bücher dann zu lesen, das macht keinen Spaß. Deswegen schade, aber ich werde das Buch auf jeden Fall behalten und auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen, weil ich fand es richtig, richtig gut. Da oben drüber haben wir dann von der DC Icons-Reihe Wonder Woman von Leigh Bardugo. Das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bei der DC Icons-Reihe ist ja jedes von diesen vier Büchern von einem anderen Autor geschrieben worden. Ich habe noch Catwoman gehabt von Sarah J. Maas. Das hat mir aber nicht gefallen. Das war nicht meine Interpretation von Catwoman. Also es war einfach nicht meins. Und ja, das Buch habe ich dann an Annika weitervererbt. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, ihr gefällt es besser wie mir. Ja, das waren jetzt erstmal die Bücher. Ich rutsch mal ein Stückchen runter. Ja, guck mal, da kriegen wir doch alle Bücher drauf. Da muss ich dann nicht nochmal rumrutschen. Hier rechts sehen Sie unsere Klimaanlage, die wir gekauft haben für den Sommer. Wir wohnen jetzt in einer Dachgeschosswohnung und ja, ich glaube, jeder weiß, Dachgeschoss, es wird sehr, sehr warm werden im Sommer. Deswegen haben wir eine Klimaanlage gekauft. Jetzt, wo sie noch billig waren und reduziert. So, ja, auf jeden Fall machen wir weiter mit den Büchern. Hier haben wir einmal Constellation Teil 1 und 2 von Claudia Gray. Wahnsinnig, wahnsinnig tolle Geschichte. Auch hier wird der dritte Teil leider nicht übersetzt werden, weil der zweite Teil zu wenig gekauft wurde. Ich könnte immer noch im Strahl brechen, wenn ich da nur drüber nachdenke, weil ich werde jetzt nie erfahren, wie es mit den beiden weitergeht. Und es macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, was mit Naomi ist am Ende. Oder Noemi? Noemi hieß sie, glaube ich, so rum. Und ja, es ist einfach richtig zum Brechen, dass der dritte Teil nicht übersetzt wird. Ich finde es sehr, sehr schade, aber gut, was willst du machen? Die Verlage müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, aber das Thema hatten wir ja zur Genüge. Ja, auf jeden Fall, ich kann euch Constellation hier das hier wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne Science-Fiction-Geschichten lest. Ich liebe diese Geschichte. Dann haben wir Ewig Wir und Ewig Dein von Janet Clark. Das ist so eine mystische, ein bisschen, ja, also es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte im Prinzip. Aber die ist so ein bisschen mystischer, weil hier geht es um so alte Indianersachen und sowas. Das fand ich sehr, sehr gut. Der erste Teil, den habe ich mega gefeiert. Der war so genial. Der zweite Teil war ein bisschen schwächer leider. Also der war nicht so gut wie der erste. Ich kann gerade gar nicht mehr sagen, was genau der Punkt war, was mich beim zweiten Teil so ein bisschen gestört hat. Aber ich weiß noch, dass ich den zweiten nicht so gut fand wie den ersten. Der erste war, der war mega genial. Also die beiden Bücher kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr gerne mal so ein bisschen Urban Fantasy der anderen Art lesen wollt, mit so ein bisschen Mystik und sowas. Hier haben wir die einzige ungelesene Reihe, die hier steht. Und zwar ist das die Engelsfors-Trilogie von Sarah B. Elfgreen und Mads Strandberg. Das ist ja Zirkelfeuer-Schlüssel. Ja, ich musste diese Reihe hier hinpacken, weil diese schwebenden Regale, da passt nur eine Größe von Büchern drauf. Und ich brauchte große Hardcover, die ich da drauf machen kann. Deswegen musste diese Reihe jetzt hierher, weil ich keine anderen Hardcover hatte, die da reingepasst haben. Wäre unten immer der Deckel nach unten gefallen und das will ich auch nicht. Deswegen musste ich die da reinstecken. Deswegen ist das die einzige ungelesene Reihe hier in diesem Regal. Ist halt so. Dann haben wir hier unten Die Perfekten und die Vereinten von Caroline Brinkmann. Kann ich euch sehr empfehlen. Das ist eine Dystopie, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Ende war ein bisschen strange, das weiß ich noch, aber
es war halt mal was anderes, so rückblickend betrachtet. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir den ersten und den zweiten Teil von Renegades, von Marissa Meyer. Ach ja, auch hier wird ja der dritte Teil nicht übersetzt. Ich könnte immer noch nicht dran denken, im Strahl kotzen. Ja, aber was willst du machen, ist halt so, ne? Ja, also Renegades ist ja so eine Superheldengeschichte. Ich mag diese zwei Bücher sehr. Ich finde es halt sehr, sehr schade. Ich habe den dritten Teil auch schon vorbestellt gehabt. Es gab ja auch schon ein Cover und alles, aber naja, reden wir nicht weiter drüber. Ja, gut. Und dann haben wir hier unten noch die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Wie Monde so silbern, wie Blut so rot, wie Sterne so golden und wie Schnee so weiß. Das sind ja Märchenadaptionen im Science-Fiction-Genre und jedes Buch ist die Adaption eines anderen Märchens. Im ersten Buch ist Cinderella, im zweiten ist es Rotkäppchen, im dritten ist es Rapunzel und im vierten ist es Schneewittchen. Und ich finde, man erkennt die Märchen wirklich sehr, sehr gut wieder. Also Marissa Meyer hat es hier geschafft, die Märchen wirklich sehr, sehr cool in ein neues Szenario zu packen, sodass man sie doch schon wieder erkennt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Also die Luna-Chroniken kann ich euch wirklich immer wieder nur empfehlen und ans Herz legen. Ich liebe, liebe, liebe diese Bücher. Die sind so genial. Ja, schaut sie euch auf jeden Fall an, wenn ihr sie noch nicht kennt. So, und dann haben wir jetzt hier rechts noch die Panem-Trilogie. Ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Jeder von uns kennt die Tribute von Panem. War somit die erste Dystopie, die ich damals tatsächlich gelesen habe. Ich habe ja 2014 erst so richtig wieder angefangen mit Lesen. Ich habe ja ganz viele Jahre davor nicht gelesen. Und ja, dadurch war Panem mit die erste Dystopie, die ich somit gelesen habe. Und ja, hat mir damals mega gut gefallen, gefällt mir auch heute noch sehr. Und ja, kann ich euch auch immer wieder empfehlen, ne? Falls ihr Panem wirklich noch nicht kennt. Aber ich glaube, jeder kennt Panem. Da unten drunter haben wir dann Infernale von Sophie Jordan. Das ist auch nur eine Dilogie. Der erste Teil ist halt Infernale und der zweite Rhapsody in Schwarz. Ich muss sagen, bei Infernale war das Problem, dass für mich der erste und der zweite Teil nicht wirklich zusammengehört haben. Das Ende vom ersten Teil war richtig so, richtig fieser Cliffhanger. Und dann wartet man auf den zweiten Teil und ist gespannt, wie es weitergeht. Und dann ist das eine komplett neue Geschichte und du denkst dir so, what the fuck? Warum, Sophie Jordan? Warum? Warum machst du das? Ich muss sagen, wenn ich Infernale 2 als separate Geschichte betrachte, hat es mir sehr gut gefallen. Als Fortsetzung war es einfach scheiße. Also anders kann ich das nicht sagen. Ja, finde ich bis heute noch sehr, sehr schade, dass das irgendwie so komisch gelöst wurde. Dann haben wir darunter von Ava Reed, Wir fliegen, wenn wir fallen. Das ist ja so eine Jugendliebesgeschichte, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir die Rote Königin von Victoria Aveyard und der dritte Teil der Roten Königin. Den zweiten hatte ich mir damals von einer Freundin ausgeborgt. Den habe ich mir dann nicht gekauft, weil ich ihn sehr, sehr langweilig fand. Und dann hatte ich den dritten Teil vom Verlag bekommen und habe ihn dann halt auch gelesen. Ich fand den dritten Teil auch wieder besser wie den zweiten. Aber es hat nicht gereicht bisher, dass ich da irgendwie Ambitionen gehabt hätte, den vierten lesen zu wollen. Also ja, deswegen liegt da der erste und der dritte Teil. Wenn ich den zweiten mal irgendwo günstig kriege, vielleicht kaufe ich mir den dann mal noch mit. Wenn ich den vierten mal irgendwo günstig kriege, vielleicht kaufe ich mir den dann auch mal noch mit. Aber ja, aber ich habe halt auch noch nicht es übers Herz gebracht, diese Bücher auszusortieren, weil irgendwie hänge ich dran. Zumal ich die Rote Königin signiert habe von Victoria Aveyard. Da habe ich mich damals 2,5 Stunden in die Schlange gestellt, um das signieren zu lassen. Deswegen möchte ich es eigentlich auch nicht weggeben. Und ich fand ja den ersten Teil damals wirklich richtig, richtig gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Da unten drin haben wir dann die Harry Potter Bücher, Band 1 bis 7, alle Teile. Und ich glaube, ja, zu Harry Potter brauche ich auch nichts mehr sagen. Ja, das ist halt mein schwebendes Bücherregal. Also das ist jetzt halt alles hier so an dieser Wand gelandet. Und deswegen habe ich auch kaum noch Hardcover in meinem richtigen Regal stehen, weil die halt alle hier drinne sind, ne? Also, ja. Und für alle, die es interessiert, meine Küche. So, jetzt habt ihr es auch mal gesehen. Ja, ich schwenke jetzt mal rüber zum richtigen Regal. Dieses Video wird absolut lang. Aber ihr liebt lange Videos, also ziehen wir es durch. Und wir schwenken jetzt mal rüber zum großen Bücherregal. Okay, das ist mein Regal im Ganzen. Also, ja, das ist das Regal so im Ganzen, wie es im Moment aussieht. Und wir machen das jetzt wie jedes Jahr. Wir gehen Regalfach für Regalfach für Regalfach für Regalfach einfach mal durch und gucken uns das Ganze genauer an. So, wie immer fangen wir ganz oben an. Da steht der Lego Porsche von meinem Mann. Die beiden Bücher, die dann daneben stehen, das sind
Bücher zum Verschrotten. Also das sind Bücher für Videos, wo ich mal Bücher kaputt machen kann, falls ich mal wieder sowas machen möchte. Habe ich mir die besorgt. Wenn ich irgendwann mal Lust habe, wieder so ein Bücher-Kaputt-Mach-Video zu drehen, dann habe ich auf jeden Fall zwei Bücher da, die ich kaputt machen kann. Daneben steht dann hier der Schuber von der Liebe geht durch alle Zeiten-Reihe. Der Schuber ist meine Halterung hier für meine Pressebändchen von der Messe. Und die Bücher sind ja im schwebenden Regal, weil ich sie halt brauchte wegen der Größe. Da daneben haben wir dann so ein gebasteltes Buch von einer Freundin, was ich zum Geburtstag mal mitgekriegt habe. Und oh mein Gott, alles Gute zum 30. Ah, jetzt wisst ihr, dass ich keine 29 bin. Aber ich bin immer 29, denkt dran. Frauen altern nicht, sie werden immer nur 29. Ja, daneben haben wir dann nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen von Maggie Stiefvater und unten drunter noch schimmert die Nacht. Das könnte ich eigentlich auch mal aussortieren, weil ich glaube nicht, dass ich das jemals wieder lesen werde, aber sie sehen so schön aus. Und noch habe ich Platz, also dürfen sie noch bleiben. Und dann das hier, das ist braune, das ist so ein Pappbuch vom Ravensburger Verlag. Das war eine Neuauflage deren erstes Kinderbuches. Das ist kein Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, das habe ich mal mit auf der Messe bekommen. Und daneben haben wir dann die Percy Jackson-Reihe. Die habe ich auch alle gelesen. Und ja, das ist so das, was aktuell hier so oben drauf steht. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Und jetzt fangen wir hier mit Jennifer Lamontrout an. Woohoo! Okay, also hier oben muss ich wieder die Kamera festhalten mit dem Stativ. Da schwankt das jetzt leider ein bisschen. Es tut mir leid. Ja, ich glaube, die Jennifer Lamontrout Bücher, die kennt ihr alle zur Genüge, da muss ich nichts mehr sagen. Da haben wir einmal die Wait for You-Reihe von Jennifer Lamontrout. Das sind ja New Adult-Geschichten, ich liebe sie, ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Dann haben wir Deadly Ever After und da gehört auch noch The Deadlist dazu. Das sieht man nicht, das ja, ist dahinter. Dann haben wir Fridged und Scorched, dann die Golden Dynasty-Trilogie, die hat mir auch sehr gut gefallen, kann ich euch auch nur empfehlen. Und dann haben wir hier noch, wartet, ich nehme das mal weg. Dann haben wir hier noch die Tempting Love-Reihe von ihr. Das war ja somit ihre erste erotische Reihe, die sie geschrieben hat. Und das merkt man halt auch so ein bisschen. Aber der dritte Teil der Tempting Love-Reihe, Spiel nicht mit dem Bodyguard, ist das? Genau, der hat mir sehr gut gefallen. Den kann ich euch wirklich empfehlen. Ja, dann haben wir Dreh dich nicht um von Jennifer Lamontrout. Auch ein richtig, richtig tolles Buch. Hat mir auch mega gut gefallen. Und dann ihre zwei Jugendliebesromane, Morgen liebe ich dich für immer und Wenn es kein Morgen gibt. Und ja, ich glaube, zu Jennifer Lamontrout brauche ich auch nicht mehr allzu viel sagen. Er kennt die Bücher, ich liebe sie, sie ist meine Queen und oh, da bin ich mit meinem Mann. So viel dazu und ja, ich stelle jetzt die Kamera runter, weil das wackelt hier zu sehr. Und wir gehen einfach ein Regalfach weiter runter. So, in dem Regal unten drunter haben wir dann noch so ein paar Hardcover. Zum einen Diabolik 1 und 2 von S.J. Kincaid. Wahnsinnig, wahnsinnig tolle Geschichte. Ich kann euch Diabolik immer wieder nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe es. Schaut es euch an. Es ist auch eine Science-Fiction-Jugendgeschichte. Hat mir ultra gut gefallen und ich liebe einfach Nemesis. Und hier ist ja die Hoffnung noch nicht ganz dahin, dass der dritte Teil vielleicht doch, wenn er erscheint, übersetzt wird. Weil der Verlag hat wohl letztes Jahr im Oktober zu ein paar Leuten gesagt, dass der dritte Teil ja noch gar nicht erschienen ist im Englischen und dass der Verlag deswegen noch gar nicht sagen könnte, ob er übersetzt wird, weil sie halt dazu noch keine Angaben machen können und bla. Und ich glaube, der Arena Verlag ist da wirklich auch ein Verlag, der viel auf seine Leser gibt. Und es gab so einen großen Aufstand auch um Diabolik, was ich so mitgekriegt habe, dass das nicht übersetzt wird, dass der Verlag da vielleicht doch nochmal drüber nachdenkt, dann den dritten Teil auch zu kaufen, wenn er erscheint. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann haben wir hier daneben die Dilogie Monsters of Verity von Victoria Schwab. Der erste Teil ist dieses wilde, wilde Lied und der zweite unser düsteres Duett. Das ist eine Fantasy-Geschichte, die mir auch gut gefallen hat. Das Ende war echt, es war sehr tragisch, das Ende. Und ja, ich kann euch Monsters of Verity wirklich nur empfehlen. Oh, Milo ist wach. Wenn ihr gerne mal eine etwas andere Fantasy-Geschichte lesen wollt, denn in diesem Buch geht es um Monstern. Und diese Monster werden aus den bösen Taten der Menschen erschaffen. Und das hat mir damals im Ansatz sehr, sehr gut gefallen. Da daneben haben wir dann Heartless, der Kuss der Diebin von Sarah Wolf. Ich finde das Cover einfach mega schön, deswegen steht das Buch auch so rum drinne. Dahinter steht noch nichts, da ist Leerraum für den zweiten und den dritten Teil. Der zweite Teil kommt ja jetzt im Mai. Den werde ich mir auf jeden Fall auch holen und lesen, denn ich fand Heartless richtig, richtig toll.
In diesem Buch geht es um Menschen, die durch Hexen quasi herzlos gemacht werden und daraufhin den Hexen dienen müssen. Und unsere Protagonistin, ich habe gerade ihren Namen leider vergessen, hat jetzt einen Auftrag von der einen Hexe bekommen. Wenn sie den Auftrag schafft und besteht, dann bekommt sie ihr Herz wieder und ist halt wieder ein Mensch und frei. Und deswegen versucht unsere Protagonistin natürlich alles, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und ja, der Auftrag lautet, das Herz des Prinzen zu stehlen. Was dann halt alles so passiert, das verrate ich euch nicht, das müsst ihr dann euch selber angucken, aber eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dann haben wir Die wahre Königin und die Rückkehr des Lichts, das ist die Königreich der Schattenreihe von Sophie Jordan. Und Die wahre Königin ist unglaublich gut. Es ist einfach eine so unglaublich gute Geschichte. Leider ist der zweite Teil, ich dachte damals beim Lesen, dass der zweite Teil ein zweiter Teil wäre. Aber nein, der zweite Teil ist der letzte Teil. Und du hast, wie bei einem typischen normalen zweiten Teil, ist so, dass in diesem Buch nicht viel passiert, so storytechnisch. Und auf den letzten 40, 50 Seiten hat die Autorin alles reingepackt, was gehen muss, um diese Geschichte zu Ende zu bringen. Und ich finde, diese Geschichte hat dadurch einfach viel zu wenig Raum bekommen und die Geschichte hat da schon drunter gelitten auf jeden Fall. Und man hätte das auf jeden Fall noch besser machen können. Und das finde ich halt immer noch sehr, sehr schade. Aber ja, Sophie Jordan schafft es einfach nicht, Enden zu schreiben. Ich stelle das immer wieder fest. Die Frau schreibt mega gute Anfänge von Geschichten, die schreibt mega gute erste Teile. Aber wenn es dann darum geht, die Geschichte zu Ende zu bringen, kriegt sie es irgendwie nicht hin. War ja Infernale genau das Gleiche. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Aber ich kann euch das hier trotzdem sehr empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen. Und unsere Protagonistin in dieser Reihe ist blind. Das ist nochmal so ein ganz besonderer Ansatz, was ich damals sehr, sehr gefeiert habe. Dann haben wir hier die Legende der vier Königreiche, die ich euch auch schon 100-mal ans Herz gelegt habe. Diese Reihe, richtig, richtig toll. Also diese Reihe hatte mich schon mit dem ersten Teil gleich auf den ersten Seiten, wo dieser Mord geschieht. Allein so eine Geschichte anfangen zu lassen mit einem Mord an der Prinzessin, habe ich sehr gefeiert, hat mir sehr gut gefallen und ich mochte alle drei Teile. Und ich kann euch die Legende der vier Königreiche einfach immer wieder nur empfehlen. Dann haben wir hier, ich räume mal kurz Loki weg, dann haben wir hier Iskari, die gefangene Königin. Iskari, der Sturm naht und da dahinter ist dann noch das Herz der Kämpferin. Das Herz der Kämpferin von Adrienne Young ist an und für sich abgeschlossen, dieses Buch. Aber es gibt hier noch weitere Teile, aber die sind bisher leider auch nicht übersetzt worden. Ich weiß auch nicht, ob sie übersetzt werden, aber dieses Buch hier kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, die Geschichte ist in sich abgeschlossen, es ist nicht sehr dick und dieses Buch hat mir bewiesen, dass es kein 600-Seiten-Buch bedarf, um eine richtig gute Geschichte zu schreiben. Also ich kann euch das Buch hier wirklich sehr empfehlen. Wenn ihr das noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall an. Ist auch High Fantasy, hat mir unglaublich gut gefallen. Und hier Iskari, die beiden Bücher haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da wird ja der dritte Teil jetzt leider auch nicht mehr übersetzt. Da gab es ganz viele Petitionen im Internet für Iskari und alles. Und da gab es auch einen sehr, sehr großen Aufschrei. Aber Heiner hat gesagt, nope, wir machen das nicht. Wir übersetzen das Buch nicht und sind Verkaufszahlen das A und O. Und was unsere Leser wollen, ist uns egal. Ich weiß, als Leser kann man sehr viel über die Verlage meckern, aber es ist halt für das Leserherz, das bricht halt jedes Mal, wenn eine Reihe nicht weiter übersetzt wird, die man liebt. Und klar, ich verstehe den finanziellen Aspekt auf der Seite der Verlage, aber ich finde, man sollte dann versuchen, irgendeine Lösung zu finden für die wahren Fans der Reihe, ne? Also entweder sagt man dann, okay, dann lassen wir das Buch übersetzen und bringen es halt als E-Book raus. Und wir müssen gucken, dass wir das Geld wieder reingeben, deswegen machen wir das vielleicht ein bisschen teurer oder keine Ahnung. Aber es gibt heutzutage so viele Mittel und Wege, sich das Ganze auch zu refinanzieren, dass ich halt nicht verstehen kann, dass ein Verlag von vornherein sagt, ich scheiß auf die Meinung der Leser und es ist mir doch egal. Finde ich halt ein bisschen schade, dass die Verlage da halt so straight in ihrer Linie sind und sagen, nö, und wir gucken halt auch nicht, ob wir das für die Leser irgendwie ermöglichen können. Bin ich halt immer noch sehr, sehr traurig, aber gut, ist meine Meinung. Wie gesagt, die Verlage wollen Geld verdienen. Wenn sie dann für sich sagen, okay, wir verdienen damit kein Geld, dann ist das so. Gut, genug jetzt zu dem Thema. Aber es ist halt auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt, wie ihr merkt. Dann haben wir hier Auf immer gejagt und auf immer gefangen von Erin Summerill. Das ist die Königreich der Wälder-Reihe. Im Deutschen sind jetzt nur die beiden Teile übersetzt worden.
Die Geschichte ist auch im Prinzip mit dem zweiten Teil hier abgeschlossen. Aber es gibt noch eine Spin-off-Geschichte, wo es um den Nebencharakter aus dieser Reihe geht. Diese Spin-off-Geschichte hätte ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Fand ich auch schade, dass der Verlag das jetzt nicht übersetzt hat. Ist jetzt aber, wie gesagt, für die Reihe nicht dramatisch, weil die Geschichte ja an für sich im zweiten Teil abgeschlossen ist. Also da kann ich dann mit leben, wenn der Verlag sagt, nö, wir übersetzen das jetzt nicht, weil die Geschichte ja an für sich zu Ende ist. Aber schade, ich hätte den dritten Teil, wie gesagt, mit diesem Nebencharakter echt gerne noch gehabt. Aber ich glaube auch, diese Reihe hat sich nicht so gut verkauft. Was ich nicht verstehen kann, denn auch das ist eine richtig, richtig coole Geschichte. In diesem Buch hier geht es ja um Tessa. Und Tessa ist die Tochter von einem Jäger, der arbeitet für den König und jagt bestimmte Menschen und bringt die dann für das Königreich zurück und zur Strecke. Und ja, Tessa wird halt nur geduldet quasi, weil ihre Mutter eine Verräterin aus dem Nachbarlande war. Und die Geschichte beginnt damit, dass Tessas Vater gestorben ist und sie jetzt ganz alleine ist und jeder sie eigentlich nur hasst, außer ihr bester Freund, und der ist aber verschwunden. Und sie weiß jetzt nicht, was sie machen soll, sie weiß nicht, was sie davon halten soll. Sie will herausfinden, was mit ihrem Vater passiert ist, denn das weiß sie nicht. Und ja, so begibt Tessa sich dann auf eine Reise, auf der sehr, sehr viele Dinge passieren und sehr, sehr viele Dinge rauskommen. Auch diese Sache mit ihrem besten Freund. Ah, das ist so gut. Es ist einfach so gut. Es ist einfach so unglaublich gut. Ich weiß jetzt nicht, gehe ich jetzt nach da rüber oder gehen wir jetzt aus das Regal nach unten durch? Ich glaube, ich gehe erstmal rüber, weil sonst muss ich das Stativ immer wieder hoch und runter machen. Und so habe ich es jetzt einmal ganz oben und ich gehe jetzt einfach nach da drüben rüber. So, wir sind jetzt ein Regal nach rechts drüben gerutscht. Hier haben wir die Götterleuchten-Reihe von Jennifer Armentrout und die Dark Elements-Reihe von Jennifer Armentrout. Und dieser Stift ist der heilige Stift. Damit hat Jennifer Armentrout damals meine Bücher signiert. Deswegen bleibt dieser Stift dort liegen. Den hat sie in der Hand gehabt, den hat sie angefasst. Ich weiß, dass das total behämmert ist, aber das ist der heilige Jennifer Armentrout Stift. Und ja, ich durfte mir damals ein paar Bücher signieren lassen. Ich hatte ja ein Interview mit ihr geführt. Und ja, da habe ich auch natürlich für meine ganzen Freunde, die alle mit da waren und Bücher hatten, für die haben wir dann auch noch was signieren lassen. Und ja, das haben wir halt alles mit diesem Stift gemacht. Und deswegen ist das der heilige Stift. So, auf jeden Fall, ja, diese beiden Reihen von Jennifer Armentrout liebe ich auch sehr. Gerade Dark Elements ist meine absolute Lieblingsreihe. Und auch der erste Teil hier vom Spin-off, Glühende Gefühle, hat mir wieder unglaublich gut gefallen. Also Dark Elements kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und Götterleuchten kann ich euch auch empfehlen, aber wenn ihr Götterleuchten lest, müsst ihr vorher die Dämonentochter gelesen haben. Ich sage euch das immer, immer wieder. Sonst spoilert ihr euch komplett für die Dämonentochter, wenn ihr aus Götterleuchten lest. So, ja, ist halt Jennifer Armentrout. Ich glaube, dazu brauche ich nichts weiter sagen. Ich freue mich schon hier, wenn im Januar dann der fünfte Teil erscheint. Und das Cover vom fünften Teil ist so schön, es ist so gut. Und ja, ich rutsche jetzt noch eins nach rechts. So, wartet, jetzt seht ihr kurz meinen Jennifer Armentrout Beutel. Ich zeige euch den schon mal. Oh, der ist auch signiert. Ein Regal weiter rechts haben wir Sina, Annika und mich. So, wartet, ich stelle das Bild mal kurz weg. Hier haben wir die komplette Obsidian-Reihe plus Oblivion. Oblivion ist ja quasi Obsidian nochmal aus der Sicht von Damon. Ich habe mir dann bei Oblivion die anderen beiden Bände nicht mehr geholt, weil ich sie für die Dicke der Bücher sehr, sehr teuer fand und dafür, dass es eine Geschichte ist, die ich schon habe und schon kenne und schon gelesen habe, wollte ich da jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Und Oblivion habe ich mal reduziert für 6 Euro gekriegt, deswegen habe ich es gekauft, aber die weiteren Bände halt nicht. Ich bin zwar ein Jennifer Armentrout-Fan, aber ich bin jetzt nicht so ein Überfan, ne, dass ich jetzt halt so viel Geld für Bücher ausgeben muss, die ich ja im Prinzip schon kenne. Ja, dann haben wir hier halt noch Revenge und Rebellion von Jennifer Armentrout. Das ist ja das Spin-off zu Obsidian und ja, da freue ich mich auch schon sehr auf den dritten Teil. Und das Cover vom dritten Teil gefällt mir auch gut. Das ist grün. Oh, ich freue mich schon so. Ja, ich freue mich so. Ich freue mich, wenn dann der dritte Teil erscheint. Ich glaube, Jennifer Armentrout solltet ihr alle kennen. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Obsidian ist einfach eine mega geniale Reihe und auch Revenge ist ein Traum. So, hier haben wir jetzt wieder Billy-Regal, deswegen muss ich die Kamera wieder hochheben. Hier haben wir die Dämonentochter-Reihe von Jennifer Armentrout. Also aus die lesen, diese 5 Bücher. Und dann die. Ne? Erst die, dann die. Schön in der Reihenfolge, sonst spoilert ihr euch. So,
Ja, daneben haben wir dann die Wicked-Reihe von Jennifer L. Armentrout, also Wicked, Born, Brave, Kissed. Ich freue mich schon, wenn The Queen rauskommt von Jennifer L. Armentrout. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, weil das Ende von Kissed war ja schon so, ja. Auf jeden Fall freue ich mich da schon sehr. Daneben haben wir dann Burden Sword und Queen and Blood von Amy Harmon. Auch diese beiden Bücher kann ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Das sind richtig, richtig coole High-Fantasy-Geschichten, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben. Daneben haben wir dann meine Leigh Bardugo-Bücher oder Leigh Bardugo, je nachdem, wie man das jetzt aussprechen mag. Für mich ist das irgendwie immer Leigh Bardugo, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier das Lied der Krähen, das Gold der Krähen, King of Scars und das Neunte Haus. Und dann haben wir hier diese coole Zeichnung zu King of Scars noch. Und ja, ich liebe die Krähenreihe. Ich liebe King of Scars. Das Neunte Haus war so ein bisschen schwierig für mich, weil das halt so komplett anders war. Aber ja, ich bin auch da auf den zweiten Teil sehr, sehr gespannt. Ich glaube, mehr brauche ich zu den Büchern auch nicht sagen. So, ein Regalfach weiter unten haben wir dann hier meine Laura Newman Bücher. Einmal die Nachtsonne-Trilogie von Laura. Dann Disney World von Laura Newman. Hier werden wir wohl den zweiten Teil niemals zu lesen bekommen. Dann haben wir hier Coherent. Coherent hat inzwischen auch ein neues Cover und einen neuen Titel, den ich gerade gar nicht weiß. Dann haben wir Jonah. Und dann haben wir hier nochmal die Neuauflage der Nachtsonne-Bücher. Ich musste mir die einfach kaufen, weil die so schön sind vom Cover. Und ja, das sind halt alle drei Teile der Nachtsonne, die hier stehen, die ich mir nochmal gekauft habe. Außerdem kann ich damit Laura ein bisschen unterstützen. So, und wenn ich das kann, dann mache ich das auch. Laura hat auch noch einen Liebesroman geschrieben, den habe ich aber nur als E-Book, den habe ich auch noch nicht gelesen. Verdammte Kacke. Müsste ich auch mal irgendwann machen. Auf jeden Fall, das hier sind meine Laura Newman Bücher, da fehlen aber noch zwei Stück, die stehen woanders mit. Dann haben wir hier Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt und die Wellen singen, wenn der Sturm tobt von C.L. Wilson. Das sind die ersten vier Teile der Mistral-Reihe. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Da fehlen noch zwei Bände rein, theoretisch, weil in dieser Reihe geht es um vier Schwestern mit besonderen Gaben. Und diese beiden Teile sind ein Buch und diese beiden Teile sind ein Buch. Ja, diese Bücher wurden in Deutsch halt nur auf zwei Bücher aufgesplittet. Eigentlich ist es eine Geschichte. Ja, deswegen fehlen halt da rein theoretisch jetzt noch vier Bücher im Deutschen. Bin sehr, sehr gespannt, wann die erscheinen. C.L. Wilson lässt sich da mit dem Schreiben ja auch echt Zeit. Was ich aber auch für diese Reihe sehr, sehr gut finde, weil die sind sehr, sehr komplex, die Bücher. Und aber halt auch dafür richtig, richtig gut ausgearbeitet. Also liebe, liebe, liebe sie. So, dann haben wir hier Cat and Cole von Emily Sue Vader, der erste und auch der zweite Teil. Cat and Cole ist auch eine richtig, richtig gute Science-Fiction-Geschichte. Es ist eine, naja, es ist eine postapokalyptische Science-Fiction-Geschichte. Es geht um ein Zombie-Virus und um ganz viel Technologie. Und ich kann euch Cat and Cole auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht kennt. Ich liebe dieses Buch. Das Buch hatte mich damit schon, dass dieser Zombie-Virus, dass der hier umgekehrt funktioniert. Also die Menschen werden nicht zu Zombies, sondern wenn du infiziert bist, weckt dieser Virus in einem normalen Menschen den Urinstinkt, woraufhin der Mensch dann quasi durchdreht und diese Person angreift und tötet. Also fand ich sehr, sehr gut damals vom Ansatz her. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch, wie gesagt, auch immer wieder nur empfehlen, Cat and Cole. Dann haben wir die Angel Fall Trilogie von Susan E. Ich liebe diese Bücher, auch wenn viele sich darüber beschwert haben, dass der Storyverlauf in allen drei Teilen gleich ist. Also es passiert immer wieder das Gleiche vom Aufbau der Geschichte her. Und ja, das stimmt. Mich persönlich hat es nicht gestört, aber es gab viele, die sich darüber beschwert haben. Das weiß ich noch, aber ich liebe Angel Fall und ich liebe Raffle oder Raffi oder wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte. Also ja, und Penryn ist einfach eine ganz, ganz tolle Charakterin. Oh, die ist so kick-ass, das ist so toll. Ja, dann haben wir hier unten drunter die ersten drei Teile der Shatter Me Trilogie von Tahereh Mafi. Im Englischen sind es ja inzwischen, glaube ich, sechs Teile, die da erschienen sind. Auch hier sind ja die Bücher nicht weiter übersetzt worden, leider. Was ich immer noch sehr, sehr schade finde, aber naja, gut, es ist halt so. Aber hier ist es so, dass der dritte Teil damals zwar ein offenes Ende hatte, aber die Geschichte in dem Moment beendet war. Also diese Schlacht, und die es dann ging im dritten Teil, die war vorbei am Ende. Also man weiß, dass da noch was kommen müsste, aber
ja, es ist halt jetzt nicht schlimm in dem Sinne, dass es jetzt nicht kommt. Also man möchte jetzt nicht schreien und toben wie bei anderen Reihen, die nicht weiter übersetzt werden, weil man ja weiß, dass die Geschichte in dem Moment zu Ende ist. Aber man weiß halt, dass noch was kommt rein theoretisch. Aber naja, gut. So, ich bin jetzt ein Regalfach wieder nach links gegangen quasi. Wir waren eben da drüben. Das ist schwierig hier mit den Fingern. Wir waren eben da drüben, jetzt bin ich wieder halt nach hier drüben gegangen. Hier haben wir jetzt so Liebesromane und meine Guardians of the Galaxy. Wartet mal, ich räume die mal fix weg. Hier haben wir jetzt die Opposite Attracted Reihe. Das sind diese Schätzchen hier. The Problem with Him, The Difference Between Us und The Opposite of You. Da fehlt jetzt noch der vierte Teil, der kommt, glaube ich, im Mai. Kommt der, glaube ich, mit raus. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist auch so eine ganz, ganz tolle Reihe. Das sind auch so ganz, ganz süße Liebesgeschichten mit wenig Erotik. Also, ne, dann, wenn ihr nicht so viel Erotik haben wollt, schaut euch diese Bücher hier an. Ganz, ganz toll. Dann haben wir hier Brittany C. Cherry, einmal wie die Stille unter Wasser, wie die Luft zu atmen, wie die Erde um die Sonne und wie das Feuer zwischen uns. Das ist ja die Romance Elements Reihe. Und Schätzelein, ne? Schätzelein hier muss mit dem Gesicht nach vorne stehen. Wie die Stille unter Wasser ist mein Lieblingsteil der Reihe. Und ja, das ist auch signiert. Habe ich mir erschlichen, dass die Signatur auf der Messe vor 2 Jahren. Ja, dann haben wir hier von Brittany C. Cherry, wenn Donner und Licht sich berühren und wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt, sind auch 2 ganz, ganz tolle Liebesromane. Das Buch hier hat mir auf jeden Fall noch um einiges besser gefallen wie das, obwohl die Geschichten auch nicht zusammengehören. Also die stehen nicht in Verbindung zueinander, genau wie bei der Romance Elements Reihe. Da stehen die Geschichten auch nicht in Verbindung zueinander, ne? Also das sind alles Geschichten, die man unabhängig voneinander lesen kann, weil die alle nichts miteinander zu tun haben. Aber das hier und das hier, ne, diese beiden Bücher, die sind ein Traum. Und wenn ihr gerne Contemporary Romance Geschichten lest, ist es ein Muss, diese beiden Bücher zu lesen. Es ist dann generell ein Muss, Brittany C. Cherry zu lesen. Also es ist ein Verbrechen, wenn man gerne Contemporary liest und Brittany C. Cherry nicht kennt. Also ja, lest Brittany C. Cherry. So, und sorry, falls der Ton hier von links nach rechts schwankt. Ich laufe immer um die Kamera drumherum. Ja, dann haben wir hier die Kiss, Love, Heart Reihe ist das. Also Kissing Lesson und Love Challenge von Helen Huang. Da fehlt noch der dritte Teil. Der heißt dann Heart irgendwas. Der kommt dann, glaube ich, auch im Mai oder so raus. Den werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Diese beiden Bücher kann ich euch auch nur sehr empfehlen. Das sind so Liebesgeschichten etwas anderen Art. Denn in diesem Buch, hier ist unsere Protagonistin Autistin und hier ist der Love Interest ein Autist. Also ja, das sind Bücher mit einem ganz, ganz besonderen Ansatz. Und ja, deswegen, ich kann euch diese Bücher nur empfehlen. Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir hier die irgendwas mit Girls. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Reihe hier heißt. Auf jeden Fall Now and Forever, With or Without You und Only With You von Geneva Lee. In dieser Reihe hier geht es um 3 Freundinnen, die halt jede für sich so den Mann fürs Leben findet. Ich muss sagen, Now and Forever und Only With You, die haben mir in etwa gleich gut gefallen. Die fand ich beide ganz, ganz toll. Und With or Without You war leider nicht so meins. Da war die Geschichte mir ein bisschen zu flach. Da habe ich mir einfach mehr erhofft, sagen wir es mal so. Aber an und für sich auch eine ganz, ganz tolle Reihe, New Adult, Contemporary, wie immer man das jetzt auch nennen möchte. Und ja, Liebesromane. So, ich gehe jetzt wieder ein Regalfach noch nach da drüben. So, hier haben wir Sarina Bone. Einmal die Ivy Years Reihe von ihr. Das sind College New Adult Geschichten. Das sind süße, niedliche Liebesgeschichten. Die haben mir auch im Großen und Ganzen alle gut gefallen. Solange wir schweigen, hat mir am besten gefallen von allen Teilen. Also muss ich wirklich sagen, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. War mein allererster Gay-Roman. In diesem Buch geht es um 2 junge Männer, die sich verlieben. Und ich muss sagen, hat mir ultra gut gefallen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, falls ihr sowas mal ausprobieren wollt. Ob das was für euch ist, schaut euch Solange wir schweigen auf jeden Fall mal an. Dann haben wir hier die Vermont-Reihe von Sarina Bone. Und auch die Reihe kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Eine ganz, ganz tolle Reihe. Da geht es halt um die Familie Shipley und um Bekannte und Freunde der Familie Shipley. Das sind alles einfach tolle Liebesgeschichten. Man möchte einfach gerne auch in diesem Ort wohnen, wo die wohnen. Und
Ach, es ist einfach alles so schön. Das sind halt so richtig schöne Geschichten so zum Abschalten. Ne? Also die wie auch die. Ja, also hier hat mir besonders der zweite Teil gefallen. Das ist und bleibt mein Lieblingsteil. Und halt der sechste, der letzte Teil, der jetzt rausgekommen ist, auch der hat mir unglaublich gut gefallen. Alle anderen Teile waren auch toll, aber der zweite und der sechste, ein Traum, einfach nur ein Traum. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr könnt die unabhängig voneinander lesen, auch wenn ihr dann die Zeitlinien durcheinander haut. Also es ist ja auch bei einer Companion-Reihe empfiehlt es sich ja, die nacheinander zu lesen, weil man sonst den Zeitstrang von der Entwicklung der Paare so ein bisschen durcheinander bringt. Aber rein theoretisch kann man sie komplett durcheinander lesen. Aber ja, auch das sind zwei tolle Liebesgeschichten, Reihen, Contemporary, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, die ich euch ans Herz legen kann. Und das ist der Herr Stanley, falls ihr euch jetzt fragt, wer das da ist. So, ich gehe jetzt noch ein Regal nach da drüben. In dem Regal haben wir auch nochmal Liebesromane, New Adult, Contemporary, Abyss. Ich glaube, da muss ich jetzt nichts mehr zu erklären. Hier haben wir einmal die Redwood-Bücher. Auch diese Reihe liebe ich über alles. Auch hier kann ich euch die komplette Reihe wirklich nur ans Herz legen. Gerade der zweite und der fünfte Band. Oh, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ich liebe, liebe, liebe es. Dann haben wir hier von Bianca Josivoni Falling Fast und Flying High. Das sind auch zwei Bücher, die zusammengehören. Das ist eine Geschichte. Hat mir auch gefallen, aber nicht so gut wie die anderen Bücher von der Bianca. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich diese Geschichte nicht so gepackt wie ihre anderen Bücher. Dann haben wir halt hier von Mona Kasten die Again-Reihe. Da fehlt jetzt noch Dream Again, den habe ich noch nicht gelesen. Der kommt dann da noch mit oben drauf. Und ja, ich glaube, zu Mona Kasten brauche ich nichts mehr sagen. Die kennt ihr alle. Dann haben wir hier von Katinka Engel die Finde mich-Reihe. Also Finde mich jetzt, halte mich hier und liebe mich für immer. Auch das sind drei ganz, ganz tolle Liebesgeschichten, die ich euch wirklich empfehlen kann zu lesen. Wenn ihr mal Lust auf ja, Liebesromane habt mit ein bisschen Erotik, dann schaut euch diese Reihe auch auf jeden Fall an. Definitive Leseempfehlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann haben wir halt hier noch Wiederklang deines Herzens von der lieben Kessia Bieber. Das Buch habe ich ja auch vor kurzem erst gelesen und euch vorgestellt. Ja, das ist halt auch eine New Adult-Geschichte und auch die hat mir sehr gut gefallen. Da geht es um zwei beste Freunde und der eine verliebt sich in den anderen, aber die Liebe wird nicht erwidert. Und was dann halt da passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich kann es euch auch wirklich empfehlen. Ist auch eine richtig tolle, süße Liebesgeschichte. Das ist dieses Regalfach. Ha! Ich beeile mich und versuche immer nicht allzu viel zu erzählen, sonst wird dieses Video wirklich 5 Stunden lang. Ich gehe jetzt wieder nach da drüben. So, wartet. Ja, hier haben wir jetzt mein Sarah J. Maas-Fach. Also hier haben wir das Reich der 7 Höfe von Sarah J. Maas. Das ist mein Malbuch, was ich wahrscheinlich niemals ausmalen werde, weil es mir zu schade ist. Und dann haben wir halt hier noch die ersten 3 Teile von Throne of Glass. Und da ich Throne of Glass gerne noch weiterlesen möchte, habe ich halt hier erstmal Platz gelassen, weil da fehlen ja noch ein paar Bücher in der Reihe, die ich noch lesen muss. Und ich glaube, zu Sarah J. Maas, was auch immer, brauche ich nichts mehr sagen. Ich glaube, die kennt ihr alle. Und das Reich der 7 Höfe. Oh, I love it. I love it. I love it. Und auch Throne of Glass hat mir gut gefallen bisher. Aber da muss ich, glaube ich, echt nochmal komplett die ersten 3 Teile rereaden, bevor ich mit der Reihe weitermachen kann. Ja, wie gesagt, ich glaube, da brauche ich wirklich nichts mehr zu sagen. Deswegen gehe ich jetzt wieder eins nach da drüben. Hier haben wir jetzt Size von Die Schusterman und die Göttlich-Trilogie von Josephine Angelini. Size ist auch eine ganz, ganz tolle Reihe, die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Size ist eigentlich Science-Fiction im Prinzip, aber es ist halt ein bisschen eine... Ja, es ist keine Dystopie, es ist eher utopisch von der Welt her, aber es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ja, ich kann euch Size wirklich immer wieder nur ans Herz legen und empfehlen. Schaut euch die Bücher auf jeden Fall mal an. Es sind ganz, ganz tolle Bücher und es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Geschichte, die da dahinter steckt. Und ja, Göttlich von Josephine Angelini habe ich vor... ich glaube, 6 Jahren gelesen. Es ist mega lange her und das hat mir damals unglaublich gut gefallen. Ja, auch diese Reihe möchte ich gerne irgendwie nochmal rereaden. Nächstes Jahr vielleicht, ich weiß nicht. Ja, kann ich euch aber auch nur empfehlen, wenn ihr gerne Göttergeschichten lest, dann schaut euch Göttlich auf jeden Fall mal an. Ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich gehe wieder ein Regalfach nach da. So, das nächste Regalfach ist wieder bunt gemischt mit Urban Fantasy und High Fantasy und Wolkenschloss ist so ein bisschen Krimi-mäßig. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das einordnen soll. Naja, fangen wir mal links an. Hier haben wir Stormheart, die Rebellen von Cora Carmack. Das ist der erste Teil dieser Trilogie.
Diese Reihe wird auch nicht weiter übersetzt werden, weil Cora Carmack ist krank geworden. Die hat ja ganz starke Epilepsie und konnte dann ganz, ganz lange Zeit überhaupt nicht schreiben. Der zweite Teil ist in Amerika inzwischen erschienen, aber da das halt so lange her ist, dass der erste Teil erschienen ist, hat der Verlag gesagt, nö, wir übersetzen die Reihe nicht weiter. Warum auch? Ist ja nicht so, dass es Fans gibt, die sich auch Jahre später noch über eine Fortsetzung freuen würden. Nein, wir lassen es einfach mit dem Übersetzen. Ist ja nicht so wichtig. Ja gut, ja. Auf jeden Fall, Stormheart, die Rebellin, ist eine richtig, richtig tolle Geschichte mit einem fiesen Ende und ja. Ich werde jetzt nie erfahren, wie es weitergeht, weil der Verlag es nicht übersetzt und ich auf Englisch nicht lesen kann. Düdüm. So, ihr braucht mir jetzt auch nicht in die Kommentare schreiben, Susi, dann lern doch einfach Englisch. Ich bin 29, ich lerne kein Englisch mehr. Das ist raus, ich bin viel zu alt für den Scheiß. Und ich kann mich ja grob verständigen in Englisch, also so für Urlaub und so ein Kram reicht's ja, aber lesen auf Englisch ist mir einfach zu anstrengend. Ja, dann haben wir hier die Legend-Trilogie von Marie Lu. Das ist eine Dystopie und auch die hat mir gut gefallen. Ich muss sagen, Legend ist ja damals so, das rauskam, extrem gehypt worden und extrem gefeiert worden. Ich habe es jetzt viele Jahre später ausgelesen. Also ich habe es letztes Jahr, glaube ich, gelesen. War das letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr. Und ich muss sagen, ich fand die Bücher gut, aber ich konnte diesen Hype, der damals um diese Bücher gemacht wurde, nicht verstehen, weil es für mich halt definitiv schon bessere Bücher gab in dem Bereich. Und deswegen konnte ich da mich diesem Hype nicht ganz so anschließen. Ja, aber es ist eine gute, solide Dystopie. Das Ende ist richtig gut. Das kann ich schon mal sagen. Ja, dann haben wir hier Wolkenschloss von Kerstin Gier. Wie gesagt, das ist so ein bisschen, das ist eigentlich so ein Buch. Es ist kein Fantasy oder irgend sowas, sondern das ist eine Geschichte, wo es um ein Mädchen geht, was in einem Hotel arbeitet und dann passieren dort Dinge und die versuchen dann halt rauszufinden, was dort passiert ist. Also es ist so ein bisschen Krimi-mäßig, aber auch das war sehr unterhaltsam. Es war so eine richtig süße, entspannte Geschichte, wo ich das gelesen habe. Hat mir gut gefallen. Ja, dann haben wir hier die Fire and Frost Trilogie von Ellie Blake. Alle drei Teile. Ich weiß, dass es hier im Englischen wohl noch einen vierten Band gibt, wo es auch um die Nebencharaktere geht. Ich glaube aber auch nicht, dass der hier wieder übersetzt werden wird, weil die Trilogie ist an und für sich abgeschlossen. Düdüm. Ach ja, es ist immer so schön mit den Übersetzungen, ne? Dann haben wir hier von Mara Wolf die Götterfunke-Trilogie. Die hat mir auch unglaublich gut gefallen. Viele fanden sie ja zu kitschig, zu überzogen und so, aber es ist eine Jugendbuchreihe und die dürfen kitschig und überzogen sein. Und genau das feiere ich an dieser Reihe so, dass es so richtig kitschige Teenie-Bücher sind und die Geschichte ist halt so, sie ist halt einfach richtig gut und es geht in dieser Geschichte auch um Götter. Es geht in dieser Reihe um Prometheus und um eine Wette, die Prometheus mit Zeus abgeschlossen hat und allein dieser Gedanke, der hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen und ich muss es euch zeigen. Warte. Ah, ich krieg's nicht auf. Da. Da ist die liebe Laura Newman damals für mich auf einer Lesung zusammen mit der Mara Wolf gewesen. Also Laura hat gelesen und auch Mara Wolf hat gelesen. Und die liebe gute Laura hier hat mein Buch mitgenommen auf der Messe und hat es für mich von der Mara Wolf signieren lassen, weil ich nicht bei dieser Lesung war. Und das war so, oh mein Gott, danke Laura. Liebe Laura, falls du das hier sehen solltest, danke. Ich freue mich immer noch so sehr, dass du das gemacht hast für mich. Muss halt nur Connections haben, ne? Dann geht das alles. Dann haben wir hier die Krisha-Trilogie noch von Leigh Bardugo. Ja, ich habe hier den dritten Teil. Den habe ich zweimal. Also das und das ist beides der dritte Teil. Ja, wenn ihr damals die Videos gesehen habt, wisst ihr ja, warum ich das zweimal habe. Das muss ich jetzt nicht nochmal erzählen. Auf jeden Fall haben wir hier noch die Krisha-Trilogie von Leigh Bardugo. Und King of Scars, was ich euch oben gezeigt hatte, ist das Spin-off zur Grisha-Reihe. Ja, also falls ihr King of Scars lesen möchtet, lest vorher auf jeden Fall Grisha und am besten auch noch die Krähen-Reihe, weil das ist eine Welt, in der das spielt und das gehört halt alles so quasi zusammen. So, einmal Akku abgeschmiert. Ich war gerade hier, glaube ich, bei Grisha. Grisha ist eine ganz tolle Reihe, die ich euch auch wirklich ans Herz legen kann. So, jetzt gehen wir einfach ein Regalfach runter und dann gehen wir wieder nach links, dann gehen wir wieder eins runter, dann gehen wir wieder nach rechts und dann gehen wir noch eins runter und dann gehen wir wieder nach links und dann sind wir auch schon fertig. Juhu! Ich glaube, dieses Video wird über eine Stunde lang.
So, ein Regalfach weiter unten haben wir mein Nalini Singh Regal. Hier haben wir die komplette Gestaltenwandlerreihe von Nalini Singh. Dann haben wir die vier Teile der Gilde der Jäger. Ich habe da noch weitere Teile auf meinem Sub, die habe ich halt noch nicht gelesen. Ich glaube, ich habe noch vier weitere Bücher, die ich lesen müsste. Aber der vierte Teil hat bei mir ein Trauma hinterlassen, weswegen ich das mal nicht weiter gelesen habe. Und dann haben wir hier noch die Rockkiss-Reihe von Nalini Singh. Die steht jetzt einfach mit da, weil das halt einfach Nalini Singh Regal ist. Gesundheit, Schatzi. Milo hat genossen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ja, Nalini Singh, was soll ich sagen? Ich glaube, zur Gestaltenwandlerei brauche ich nichts mehr sagen. Zur Gilde der Jäger brauche ich nichts mehr sagen. Und Rockkiss 2. Oh, eine so tolle Geschichte. Und ja, das ist mein Nalini Singh Regal. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Deswegen gehe ich jetzt einfach eins wieder nach da. Und hier in diesem Regal haben wir jetzt noch die zwei Bücher von Laura Newman, die gefehlt haben. Another Day in Paradise und Anyone Dies in Paradise. Das ist eine Zombie-Jugendgeschichte, die ich euch auch wirklich sehr, sehr empfehlen kann, wenn ihr gerne Zombie-Geschichten mal lesen wollt. Dann schaut euch diese beiden Bücher hier auf jeden Fall an. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dann haben wir hier die Palace of Glass-Reihe. Palace of Fire habe ich noch nicht gelesen. Das steht aber schon hier, weil ich es bald mitlesen möchte. Und wo ich umgeräumt habe, habe ich halt wegen Platz geguckt. Und deswegen dachte ich so, okay, ich packe das schon mal zusammen hier rein. Dann habe ich es halt einfach schon zusammenstehen. Dann weiß ich, wie das da reinpasst. Dann haben wir hier Neon Birds von Marie Grassoff. Das habe ich ja vor kurzem erst gelesen. Ist eine richtig, richtig, richtig coole Science-Fiction-Geschichte. Also ja, schaut euch Neon Birds auf jeden Fall an. Dahinter steht nichts, weil da soll dann Cybertrips und Beta Hearts rein, wenn das dann erschienen ist. Daneben haben wir dann das Vermächtnis der Grimms von Nicole Böhm. Da werde ich jetzt den zweiten Teil bald mit der Annika zusammenlesen. Und hier haben wir dann noch die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Da habe ich den zweiten Teil auch schon da. Den müsste ich auch mal lesen, aber ja, ich glaube, zur Krone der Dunkelheit habe ich mich auch schon mehr als einmal geäußert. Deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal tun. So, ich gehe jetzt wieder eins nach links. Hier sieht das Ganze dann so aus. Auch hier haben wir wieder Liebesromane. Ich habe ziemlich viele Liebesromane, habe ich festgestellt. Hier haben wir die ersten drei Teile der Idol-Reihe von Kristen Callihan. Gib mir die Welt, gib mir dein Herz und gib mir deine Liebe. Der vierte Teil ist ja auf nächstes Jahr Januar verschoben worden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, ob die Autorin länger für das Buch jetzt braucht oder warum das jetzt genau verschoben wurde. Ich habe das nicht so genau mitgekriegt, aber Fakt ist, es ist verschoben worden. Aber Idol sind ganz, ganz tolle Rockstar-Geschichten. Die kann ich euch wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. Ganz, ganz toll. Vor allen Dingen der zweite Teil. Scotty ist einfach ein Traum. So, ja, dann haben wir halt hier von Helena Hunting die Mills Brothers Reihe, Stay, Hold, Keep. Da fehlt noch der vierte, der kommt jetzt, glaube ich, auch im Mai irgendwie mit raus. Da freue ich mich auch schon sehr drauf auf diese Geschichte. Dann haben wir hier Game On von Kristen Callihan und mein Zeitumkehrer. Da wusste ich nicht so richtig, wohin damit, weil die Harry Potter Bücher jetzt in dem schwebenden Regal sind und da kann ich den schlecht reinmachen. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach da dazwischen gestopft. Egal, Hauptsache er hängt irgendwo. Ja, also das ist die Game-On-Reihe von Kristen Callihan. Die kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Das sind allerdings Bücher, wo schon einiges mehr an Erotik drin ist. Aber gerade hier der dritte Teil, der war so unglaublich gut. Oh, es ist ein Traum. Dex ist einfach muah. Ja, dann haben wir hier von Lauren Blakely die One Love-Reihe ist das, glaube ich. Also One Dream, One Love, One Passion, One Kiss. Hier gibt es im Englischen auch noch zwei weitere Teile, aber ich glaube, die sind auch nicht mehr übersetzt worden und die werden auch, glaube ich, nicht mehr übersetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall bisher nichts weiter zu dieser Reihe gefunden von Lauren Blakely. Deswegen, keine Ahnung, deswegen gehe ich jetzt aktuell von aus, dass da erstmal nichts mehr kommen wird. Ich weiß es allerdings nicht. Ne? Also das, was ich euch hier erzähle, ist immer mein aktueller Stand von diesem Tag und die Angaben sind alle ohne Gewähr. Es sind teilweise Vermutungen, die ich aufstelle. Ich bin auch nur ein Leser, genauso wie ihr. So, und dann haben wir hier von Bianca Josivoni die Firsts-Reihe. Das ist der letzte erste Kuss, Quatsch, das ist der letzte erste Blick, der letzte erste Kuss, der letzte erste Song und die letzte erste Nacht. Das sind auch New Adult Geschichten und die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die kann ich auch euch wirklich sehr, sehr doll empfehlen. Die Firsts-Reihe, dann haben wir hier von Bianca Josivoni, Was auch immer geschieht. Das ist ja aktuell jetzt gerade nochmal neu verlegt worden unter dem Titel Finding Back to Us. Da ist ja auch der zweite Teil Feeling Close to You, der gehört noch dazu. Das ist ja auch eine Reihe. Aber ich habe Was auch immer geschieht halt hier als Taschenbuch in der alten Auflage. Deswegen werde ich mir Finding Back to Us nicht nochmal kaufen.
Und dann haben wir von Brittany C. Cherry noch Verliebt in Mr. Daniels. Dieses Buch hat inzwischen auch einen neuen Titel, nämlich Meine Worte deiner Seele oder sowas. Ja, ist aber auch die gleiche Geschichte wie Verliebt in Mr. Daniels. Also man muss heutzutage schon sehr, sehr doll aufpassen, dass man Bücher nicht versehentlich doppelt kauft. Weil Verlage das irgendwie im Moment sehr, sehr gerne machen, neue Titel und Cover den Büchern zu geben. So, ich gehe wieder eins nach links rüber. Hier haben wir jetzt auch nochmal Überraschung Liebesromane. Hier haben wir die Fighting to be Free Reihe von Kirsty Mosley. Die kann ich euch auch wirklich nur sehr, sehr doll empfehlen. Immer wieder ist eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Die gehören auch zusammen, die beiden Bücher. Dann haben wir die... Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Reihenbezeichnung ist von dieser Reihe. Bin ich doof? Ich hab's vergessen. Irgendwie merke ich mir gerade keine Reihenbezeichnung mehr. Auf jeden Fall ist das Vicious Love, Twisted Love, Scandal Love, Broken Love. Die gehören halt alle so zusammen, wie man sieht. Auf jeden Fall, diese Reihe ist so ein bisschen anders. Die ist so ein bisschen abgefahren. Die ist auch sehr, sehr derbe, sehr erotiklastig und ja, halt einfach mal anders als andere Liebesgeschichten, nennen wir es einfach mal so. Ja, dann haben wir hier von Nalini Singh Cherish Love. Das ist der erste Teil der Hard Love-Reihe, ist das, glaube ich. Den zweiten Teil habe ich schon da, muss ich allerdings noch lesen. Und dann haben wir hier drüben von Jamie Shaw die Mayhem-Reihe. Rock My Dreams, Rock My Soul, Rock My Body, Rock My Heart. Das war jetzt genau die falsche Reihenfolge. Andersrum ist richtig. Und Rock My Dreams ist mein absoluter Lieblingsteil. Das ist so eine tolle Geschichte. Die kann ich euch auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und hier haben wir nochmal ein Foto von Annika, Sina und mir. Das ist dieses Regalfach. Ich habe euch halt über die Bücher auch schon 150 Mal alles erzählt. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was ich da so genau zu sagen soll. Und ich gehe jetzt wieder ein Regal nach unten. Ein Regalfach weiter unten sieht das Ganze so aus. Hier haben wir erstmal von Cora Carmack die... ich glaube, das ist die Losing It-Reihe, also Losing It, Faking It, Finding It, so rum eigentlich, die stehen ein bisschen falsch rum. Dann haben wir die Forever in Love-Reihe von Cora Carmack und auch, das sind ganz, ganz tolle Liebesgeschichten. Die Losing It-Reihe war mit einer der ersten New Adult-Reihen, die ich jemals gelesen habe und hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir die Broken Hearts-Reihe von Gina Showalter. Auch diese liebe ich. Die Cover sehen ganz, ganz schrecklich aus. Die Cover sehen aus wie Hardcore-Erotik-Bücher. Aber nein, es ist sehr, sehr wenig Erotik in diesen Büchern drin. Wirklich, wenig. Ich schwör's euch. Es ist wenig drin. Ja, dann haben wir komplett Samantha Young, das restliche Regal. Einmal Into the Deep und Out of Shallows. Das ist auch eine Geschichte, die gehört zusammen. Dann haben wir die... Cartwheel Love Stories, also The Real Thing und Every Little Thing, die beiden gehören zu einer Reihe. Da wird der dritte Teil jetzt höchstwahrscheinlich im Herbst über den Mira Taschenbuchverlag übersetzt. Also das wird dann ein anderes Cover haben und ein anderes Format, aber es geht weiter mit der Reihe und das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Daneben haben wir dann Hero von Samantha Young, das ist eine einzelne Geschichte. Dann haben wir Edinburgh Love Stories, das ist ein Sammelband von 4 Kurzgeschichten zur Edinburgh Love Story. Dann haben wir die Edinburgh Love Story, das sind diese 6 Bücher von dem blauen bis zu dem vorletzten und ich verstehe es immer noch nicht. Guckt euch mal bitte die Größen an von den Büchern, ja? Das sind alles unterschiedliche Größen, vor allen Dingen Jamaica Lane, ne? Was ist da falsch gelaufen, Verlag? Wirklich, ich verstehe es nicht. Ja, und da ganz da hinten ist dann Boston Nights, Wahres Verlangen. Das ist ja das erste Buch, was von Samantha Young jetzt bei Mira Taschenbuch Verlag erschienen ist. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen, kann ich euch auch empfehlen. Und ja, ich liebe Samantha Young, gerade die Edinburgh Love Stories. So gute Liebesgeschichten, wirklich. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, genauso wie Broken Hearts. Kann ich euch auch nur sehr ans Herz legen. So, jetzt sind wir wieder ein Regalfach nach rechts gerutscht. Auch hier haben wir wieder Liebesromane. Hier haben wir so ein bisschen alles gemischt. Hier haben wir einmal von V. Keeland Player. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich weiß gerade nicht, wie die Reihenbezeichnung ist. Da wollte ich auch mal noch die restlichen Teile irgendwann lesen. Aber ja, irgendwann ist halt sehr, sehr gut gesagt, weil ich weiß nicht wann. Dann haben wir hier Versprechen der Sehnsucht von Nalini Singh. Das sind 4 Kurzgeschichten, die in diesem Buch zusammengefasst sind. Dann haben wir hier die Broken Darkness Reihe von M. O'Keefe. Diese Bücher sind ja auch so ein bisschen abgefuckter, muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Also gerade der dritte
Teil, also der dritte Band. Die ersten beiden Bände sind eine Geschichte, dann kommt der dritte und der vierte, das sind jeweils andere Charaktere. Aber der dritte Teil ist so abgefuckt, das kann man nicht anders sagen. Es ist halt eine Reihe mit sehr, sehr derbem Vokabular, die ist sehr erotiklastig. Also ja, wenn ihr sowas mal sucht, was nicht immer so Blümchen und Bienchen und sowas ist, dann schaut euch Broken Darkness und halt auch hier Vicious Love und so an. Ich weiß immer noch nicht, wie die Reimbezeichnung ist. Es ist weg. Es ist nicht mehr in meinem Kopf. Ich habe keine Ahnung, wie die Reimbezeichnung ist. Vielleicht irgendwann fällt es mir wieder ein, wenn ich nicht drüber nachdenke. Ja, dann haben wir halt hier noch Crown of Lies und Throne of Truth, ich mit dem TH, ne, von Pepper Winters. Das ist auch so ein bisschen so eine etwas andere Geschichte. Das ist jetzt keine Geschichte, die ich extrem feiern würde, aber ich habe sie gemocht beim Lesen. Und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Dann haben wir hier Paper Swan von Layla Etta. Das ist ein Einzelband und das war echt eine krasse Geschichte. Das war richtig eine krasse Geschichte. Also wenn ihr mal eine sehr, sehr krasse Liebesgeschichte lesen wollt, ich meine, man sieht das anhand des Covers, ne? Dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ist richtig, richtig krass, aber sehr, 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 sehr gut. Hat mir damals sehr gut gefallen, wo ich es gelesen habe. Dahinter steht nichts mehr. Da ist noch Platz für ein paar andere Bücher. Und hier haben wir dann von Liza Raven, Wohin du auch gehst, ich werde immer bei dir sein. Das ist auch eine Liebesgeschichte, die beiden Bücher gehören auch zusammen. Das ist auch eine sehr dramatiklastige Geschichte. Hat mir damals beim Lesen auch sehr, sehr gut gefallen. War auch mit einer der ersten Geschichten, die ich so gelesen habe in die Richtung. Und dann haben wir hier von Mila Olsen Entführt, den Sammelband. Ja, das Buch ist damals halt sehr, sehr gehypt worden. Also der erste Teil von Entführt. Und ich habe es dann gelesen und ja, es war halt einfach nicht meins. Ich weiß nicht warum. War nicht meine Geschichte. So, jetzt bin ich ein Regal einfach nochmal nach rechts gerutscht und hier haben wir mein Jennifer Estep Regal. Hier haben wir die Elemental Assassin Reihe von Jennifer Estep. Da habe ich noch zwei weitere Bände, die ich noch lesen müsste. Dann haben wir die Big Time Reihe. Da sind bisher ja nur die ersten drei Teile leider übersetzt worden. Ich glaube auch nicht, dass die weiteren Teile übersetzt werden, weil die sich nicht so gut verkauft haben wieder. Was ich sehr, sehr schade finde, aber bei dieser Reihe ist es so, dass jede Geschichte in dem einzelnen Band abgeschlossen ist, deswegen kann ich damit leben. Und dann haben wir hier die Black Blade Reihe von Jennifer Estep, also das sind halt alle drei Teile dieser Reihe. Und Black Blade hat mir damals beim Lesen auch sehr, sehr gut gefallen. Ist eine coole Jugend-Urban-Fantasy-Geschichte. Obwohl das nicht richtig Urban Fantasy ist, weil das spielt schon so in seiner eigenen Welt, aber es ist halt auch kein High Fantasy. Also es ist irgendwie so ein Mischmasch aus Urban Fantasy und ein bisschen High Fantasy. Und ja, mir hat es aber sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann euch Black Blade, was das betrifft, empfehlen. So, mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Ich gehe wieder eins noch nach rechts. So, in dem Regalfach hier haben wir jetzt meine Bücher von der lieben Nikki. Einmal Greatest Darkness, Split My Soul. Da fehlt mir noch der zweite Teil, den muss ich mir mal noch besorgen. Dann haben wir Rock und Love Me, Band 1 und 2, Blake und Damien. Dann haben wir hier von Dragon Fortune die ersten beiden Bücher. Dann zwei Sammelbände von der Fuchsreihe und Noelle Band 1 und 2. Bei Noelle und Noelle Band 3 und 4 habe ich als E-Books. Die habe ich nicht als richtiges Buch. Da muss ich mich auch irgendwann mal drum kümmern. Und dann haben wir hier nochmal die kompletten Sammelbände der Fuchsreihe 1 bis 9 und 10 bis 15. Inklusive der Nebengeschichten und Vorgeschichten und keine Ahnung was. Und die habe ich alle gelesen. Bei der Fuchsgeschichte bin ich up to date. Da kommt jetzt noch ein Sammelband raus. Bei Rock und Love Me habe ich Zachary oder Zacharias, wie auch immer man das jetzt aussprechen mag. Das habe ich schon als E-Book da, das müsste ich unbedingt mal noch mitlesen. Und wie gesagt, bei Greatest Darkness muss ich auch unbedingt mal weiterlesen. Niki, du schreibst einfach zu viele Bücher, ich komme nicht hinterher. So, dann haben wir hier noch die The Darkest London Reihe von Kirsten Callihan. Das sind auch nur die ersten drei Teile, die übersetzt wurden. Da gab es eigentlich auch noch, ich glaube, zwei oder drei Teile mehr in der Reihe, aber wie gesagt, die ist dann leider nicht mehr übersetzt worden, weil halt, naja, Verkaufszahlen, ihr kennt das ja, aber die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Diese drei Teile gehören halt auch zusammen, da geht es um drei Schwestern mit besonderen Gaben und in den anderen Teilen geht es dann halt um Nebencharaktere, die man so kennenlernt. Aber die drei Bücher kann ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Es sind auch Märchenadaptionen, also auf jeden Fall Kuss des Feuers ist eine Märchenadaption. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich meine, das waren auch welche. Ja, schaut euch das auf jeden Fall an, kann ich euch empfehlen. So, jetzt sind wir in den untersten Regalfächern. Hier haben wir jetzt Neighbors, Dearest, Heartless, Cinder und Ella, Nimm mich. Nimm mich klingt so ganz furchtbar, aber das ist wirklich eine süße Liebesgeschichte mit auch gar nicht so viel Erotik. Und dann haben wir Du bist mein Verlangen.
Das war eine richtig krasse Stalker-Geschichte, die muss ich auch mal wieder lesen. Also die beiden Bücher sind echt gut, wirklich. Etwas anders, aber gut. Dann haben wir hier die Big Rock-Reihe von Lauren Blakely und Never Let You Go und Never Loved Before. Warum steht das eine Buch so komisch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch eine ganz, ganz tolle Geschichte hier von Monica Murphy. Sehr, sehr krass auf jeden Fall, aber ganz, ganz toll. Ja, das sind diese Bücher. Bei Heartless bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich die weiteren Teile lesen soll. Hat einer von euch die Reihe gelesen? Würdet ihr mir empfehlen, weiterzulesen? Lohnt sich das? Also mir hat der erste Teil der Amanto Brothers-Reihe so semi-gut gefallen. Es war okay, aber es hat mich jetzt halt nicht umgehauen. Deswegen bin ich mir da gerade sehr unsicher, ob ich hier diese Heartless, ob ich die Amanto Brothers-Reihe weiterlesen soll. Falls ihr sie kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, wie die weiteren Teile sind. Dann haben wir hier die Pan-Trilogie von Sandra Renier. Hat mir damals unglaublich gut gefallen. Also der erste Teil auf jeden Fall, der war mega, mega gut. Der zweite war auch noch gut, aber der dritte driftete dann schon wieder so ab in so, nein, unlogisch, gefällt mir nicht. Warum? Komisches Ende. Ja, leider hat mir der dritte Band nicht mehr gefallen. Dann haben wir hier Seelen von Stephanie Meyer. Ich glaube, das kennt ihr auch alle. Dann haben wir Untot von Kirsty MacKay. Das ist der erste und das hier ist der zweite Teil. Da fehlt rein theoretisch auch noch ein dritter, aber der ist leider dann auch nicht mehr übersetzt worden. Ach, wie immer eigentlich. Dann haben wir hier Vollendet, die Flucht von Neil Schusterman. Das ist der erste Teil. Der zweite, dritte, vierte, der steht ja hier oben drauf. Und die werde ich ja dann auch bald lesen. Dann haben wir hier Alice im Zombieland und Rückkehr ins Zombieland von Gina Showalter. Den dritten Teil habe ich ja noch da in der alten Auflage. Diese neue Auflage hier gab es ja damals nur für Teil 1 und 2. 3 und 4 wurde ja nicht neu verlegt. Und ja, den dritten Teil habe ich noch in der alten Auflage da. Den müsste ich auch mal mitlesen. So, das ist jetzt ein Regalfach weiter links. Hallo. Na, mein Schatz? Alles gut? Ja, ich bin gleich fertig, mein Engelchen, ja? Ich bin gleich fertig, mein Schatzi. Ja, alles gut. So, zurück zum Regal. Hier haben wir auch wieder Liebesromane. Hier haben wir einmal die komplette Diamonds for Love-Reihe von Leila Hagen. Da geht es um die Familie Bennet. Das ist auch eine ganz, ganz süße Reihe. Hier der dritte Teil ist mein Lieblingsteil. Da geht es um Pippa. Dann haben wir hier die Colorado Ice-Reihe. Das ist Band 1 bis 3. Die anderen stehen halt hier wieder so dahinter. Dann gibt es noch einen Nebenteil, wo es um die eine Schwester geht. Den habe ich aber noch nicht gelesen. Den gibt es aber nur als E-Book. Dann haben wir hier noch Samantha Young, Play On, Dunkles Spiel. Ich glaube, das ist das schlechteste Buch von Samantha Young, was ich gelesen habe bisher. Also alle anderen Bücher waren besser, aber Play On hat mir damals so überhaupt nicht gefallen. Vor allem fand ich diesen Titel Dunkles Spiel, der hat überhaupt nicht zu dieser Geschichte gepasst. Warum? Da gibt es kein dunkles Spiel, da gab es am Ende einfach nur Missverständnisse. So, dann haben wir hier von Carly Phillips die Dare to Love-Reihe komplett. Da geht es auch um eine Familie und ja, da ist wie bei der Diamonds for Love-Reihe, ne? Also jeder lernt dann so seine Mann, Frau fürs Leben kennen und bla bla bla. Diese Bücher hier sind aber sehr erotiklastig, ne? Im Gegensatz zu denen, bei denen geht es noch mit der Erotik, die sind sehr, sehr erotiklastig. Die sehen nicht so aus, die sehen wirklich aus wie ganz, ganz süße Liebesgeschichten, aber diese Bücher hier haben es in sich. Also, ja, sehr erotiklastig, weniger erotiklastig. Sehr erotiklastig, weniger erotiklastig, auch wenig Erotik. Auch wenn ich Erotik. So, das war es jetzt auch zu diesem Regalfach. Eins haben wir jetzt noch und das ist das hier drüben links. Da gehen wir jetzt noch hin und dann sind wir hier auch fertig. Wuhu! Und damit wären wir beim letzten Regal angekommen. Hier haben wir die Green Mountain Serie, alle Teile, die bis jetzt erschienen sind. Dann haben wir hier den ersten Teil von der... Oh verdammt, wie heißt diese Reihe? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Reihe heißt. Auf jeden Fall ist das der Deal. Hier wollte ich mir die weiteren drei Teile auch mal nachkaufen. Ich glaube, das sind 4 insgesamt. Ja, müsste ich auch mal machen. Das sind halt alles auch wieder hier so Contemporary Romance-Geschichten. Und dann haben wir hier noch von Laurie Nelson Spearman, Morgen kommt ein neuer Himmel. Dann von John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Von Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Oh, ihr seht das gar nicht, halt die Kamera falsch, Entschuldigung. Ja, das, da brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Und dann haben wir hier meine ganzen Jackie Felgood-Bücher noch.
Und ja, das sind die Bücher, die dann da oben bei dem schwebenden Regal dann da reinpassen. Außer Sehnsucht nach Sommer, das passt da leider nicht rein, das ist zu groß. Aber die anderen hier, die gehen rein, die kann ich dann immer so untereinander austauschen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Ja, und Jackie schreibt auch Liebesromane ohne Erotik. Ich sage das immer wieder dazu, weil wirklich viele danach fragen. Also wenn ihr sowas gerne lest, dann schaut auf jeden Fall euch die Bücher von der lieben Jackie Fellgut an. Sie schreibt ganz, 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 ganz tolle Liebesgeschichten. Ganz, ganz toll. So, und ja, das war mein letztes Regalfach. Und das waren alle Bücher, die ich zu Hause habe. Ich habe letztens meine Bücher gezählt. Ich hatte zu dem Stand gelesen 425 hier zu Hause. Also ich habe im Laufe der Zeit natürlich immer wieder Bücher aussortiert. Ja, aber es waren 425 gelesene Bücher. Oder 426, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie sowas. Und ja, die habt ihr jetzt alle gesehen. Also ich habe jetzt nicht jedes Buch rausgeholt, dann würde dieses Video noch 5 Stunden gehen. Aber ihr wisst Bescheid, wie mein Regal aussieht, was ich so im Regal drin habe. Und ja, das Update ist jetzt erstmal damit durch für dieses Jahr. Und ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich sag mal, bis dann, macht's gut. Tschüss.